Assalamu alaikum. Das machen wir mal so. Warte mal nochmal. Hier, guck mal. Jute Arbeit für 35 Pfund, ihre Freundin. Voll süß. Der Ring, aber der wird ja zu groß sein, Mausi. Wo willst du den hin? Perfekt. Passt der? Perfekt. Perfekt? Voll süß. Wie viel kostet der? 5 Pfund. Das ist ein Business Girl. Die ist gerade am Kaninchen füttern. Welche hast du schon? Guck mal, ich zeig dir die Namen. Das ist... Hazel 10.000 Punkte. Nein, Louis Vuitton. Das ist Versace. Ufentani. Ja, die haben schon voll. Zumachen. Die haben voll. Hat die Wahrheit. Schön. Mhm. Amina. Und die zwei sind für Lugine. Aywa. Die. Uiuiui, was ist da los? From Lugine. Khala, so this is Hedeya from Baba for Lugine. Mm-hmm. Okay, give me the other to Hatitani. Tu dir, ich zeig mir mal die Namen. Ich muss ganz kurz vergleichen. Weil der hat schon Pipi gemacht. Die lernen jetzt, wie man Kaninchen füttert. Guck mal, Mausi. Das da ist Dior. Und das ist Yves Saint Laurent. Wenn sie jetzt eine Marke vergessen, dann sind sie leise. Hatitani. Das braune ist Burberry. Und das schwarz-weiße ist Gucci. Und wie war das nochmal? Oh, was war das nochmal? Das ist mir auch nicht. Ich will nicht, dass es eine. Halas. Für Gucci. Dann gibt's keine. Also nochmal gucken. Guck mal, das dunkle, das Pipi, das ist vom den Yanzun-Tee. Das hier ist Gucci. Das ist Yves Saint Laurent, Dior. Das ist Burberry. Sagt er, become Bunny Badin. Dann haben wir hier nochmal Versace und Louis Vuitton. 5 Marken. So. Guten Morgen, Tegiwege, du bist ganz dünn geworden. Ja, du wolltest es so. Leute, es ist schön frisch. Im Haus ist es so heiß, ich habe gerade eine Dusche gemacht, dass ich überhaupt raus kann. Ich habe erwartet, dass wir hier voll heiß haben, aber es ist frisch. Hallo, ihr habt mich vermisst. Gestern, Leute, war ich ja in Kena, habt ihr gesehen. Na, kommt zurück, Mausi ist am Kaninchen füttern, wie ihr gesehen habt. Kommst du jetzt, Tiki Wiki? Nein? Nö. Sag mal, der kann auch schon. Die Mahmoud hat alle versorgt. Ich muss nur die Affen und die Kaninchen und die Hasen. Ach, die Katzen machen. So, ist auch gut. 1, 2, 3, 4. Oder? Still alive. Ja. Jetzt sehe ich das 3., 4. Ja, ich sag's euch. Ich bin gestern Abend heim, es war so schön. Ich habe mich schon lange nicht mehr so richtig ausgelacht. Ich habe richtig gelacht. Das war jetzt die Donna, im Piratenauge. Die Mel ist einer meiner liebsten Zuschauer. Mit der lache ich, das kann ich nicht glauben. Die ist so super trocken cool. Ich kann da nicht mehr. Ich muss mich da, wie sie immer redet. Ich liebe sie. Die Mel ist so süß. Oh. Schade, dass er nicht hier wohnt. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag lachen. Das ist so cool. Na, nimm. Heute gibt's Orangen und Brot. Und Persim. Na? Hallo, jetzt macht sie wieder die Gosch auf. Ich glaube, ich spinne. Ich muss jetzt hier stehen bleiben. Weil sonst reißt ihr mir die Ding auf. Ja, nimm dir das Brot. Guck mal, das muss ich noch halbieren für euch. Aua! Gobi, willst du auch ein bisschen Brot? Das ist eigentlich nicht gut für Schildis. Ich bringe dir Persim. Wir haben das Brot geteilt. Heute, morgen seht ihr auf Ägypten, auf die Deutsche am Nil. Ist du eigentlich Orangen hier? Weiß mal, nein. Nee, will er nicht. Okay. Wir werden ein Special-Video heute drehen.
und ein paar Geheimnisse offenbaren, die ihr noch nicht kennt, außer die Leute, die das Buch gekauft haben. E-Book, da steht's drin und wie alles gekommen ist. Aber das möchten wir heute nach, wie viele Jahren, seit 2016 haben wir angefangen im November. Ja, rechnet euch's aus, ihr wisst Mathe 5. Also, die Monkeys haben jetzt erstmal, nachher kriegt ihr noch Bersim. Mahmoud hat heute, morgen wird, das Weizen ist schon geschnitten auf dem Feld, morgen wird es weitergemacht, dann hat er 3 Tage Arbeit mit dem Weizen. Dann wird es verkauft. Wie wird der Weizen hier verkauft, Leute? Man geht nicht mit den Weizensäcken zu irgendjemandem. Da ist ein Typ, der verkauft seine... Oh, guck mal, das ist sehr unsicher, wenn das weg... Ist mir zu unsicher. Da ist ein Mann, der kauft die Weizen für den Marktpreis ab. Und ne, da braucht man nicht lang handeln. Man sagt, ich habe Weizen. Und dann sagt er, okay... Also, habt ihr euch irgendwie noch verletzt? Oh, du hast einen Ohrbiss. Ein Ohrbiss. Don Corleone. Wo ist der Pate? Habt ihr den Pate hingerichtet? Oder ist der raus? Mahmoud! Hä? Der Pate fehlt. Abgehauen. Oh, ist das wieder was? Ach was, der wird schon kommen. Hoffe ich. Ist doch der beste Typ im Stall. Also nee, der ist wirklich nicht da. Was habt ihr mit dem Paten gemacht? Wir haben nichts gemacht. Ist der hier drüben? Ach Leute, ich muss immer suchen. Ich hasse es. Wo ist der? Sag mal. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ja, es war so schön. Aber meine Schuhsohlen sind geschmolzen gestern ein bisschen von der Hitze. Es war wirklich brutal. Ja, und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich erstmal unter die Klimaanlage. Ich konnte nicht mal mehr duschen. Ich habe mich 11 Stunden, bin ich nicht mehr aufgestanden. Alhamdulillah hat die Mause die Babys gefüttert. Alhamdulillah. Und heute Morgen natürlich früh aufgestanden dafür. Also der Pate ist nicht da. Na. Dann leave me alone. Ist abgehauen. Ja, Mahmoud! Wo ist der? Ist der bei den Hühnern? Leute, es ist horrible. Es ist horrible. Haben sie den gekocht? Nee, der ist nicht hier. Ist alles hier bei euch? Oh, ihr habt ja gar kein Wasser. Okay, ich mach's euch. Wo ist der Deckel? Da, okay. Sieht man Hähne? 1, 2, 2 sehe ich auf die Schnelle. Ach, ihr habt hier Wasser, noch besser. Tschüss. Also, ich habe wichtigere Missionen. Der Don Corleone ist weg. Das gibt's doch nicht. Mahmoud hat offen gelassen und der ist raus. Jetzt können wir draußen nach dem Haas rennen. Ich rufe meinen Mann an. Also, nee. Guck mal, ich habe ihn gefunden. Der ist beim Müll.
Don Corleone, der Pate, was erlauben. Hilfe, mein Rücken tut schon wieder weh. Hilfe, nee. Komm, was suchst du denn da? Hm? Komm, kann ich gucken, wie ich dich fange. Ich Dummkopf. Wenigstens weiß er, wo er wohnt. Ja, ich mach die Tür auf. Don't worry, ich mach die Tür auf. Vielleicht geht er auch allein rein. Komm, geh, geh. Geh. Super, besser geht's nicht. Der Pate, geh in dein Revier. Also nee, das war's. Jetzt komme ich zu euch. Mission erfüllt. Komm, Donna. Ja, siehst du, so klappt's. Ja, jetzt kriegen wir erstmal gucken, was die hier treiben. Oh. Füttert die gut oder kann ich noch mehr bringen? Weil es ist immer besser, wenn die Mutter füttert oder eine Amme, als wenn ich da rumwurschtel. Na, was ist bei euch los? Ja, die wird nicht noch Milch haben nach so vielen Babys. So, wo seid ihr? Puh, alle weg. Puh. Die sind tot. Die füttert nicht. Puh. Oh nein. Oh Gott, Moment. Also Leute, das ist der Überlebende. Und das, die zwei. Ich habe ihr doch nochmal 5 gegeben. Oder wie viel? Ne, 4. Entschuldigung, weggucken, wer das jetzt nicht sehen will. Die 3 haben es nicht geschafft. Ja. Aber der da, der ist voller Milch. Vielleicht, guck, der Bauch ist voll. Das ist einerseits schlecht, aber auch andererseits gut. Das heißt, ich kann ihr wieder welche geben. 2, 4, 6 hat sie jetzt. Dann kann ich ihr nochmal 3 geben. Ich weiß nicht. Ich warte erst mal. Ja, weil die lagen hier und die kommt zum Saugen her. Und die checken das nicht, dass die da ist. Dann sind die da einfach. Ja. Und die Mutter bringt die auch nicht rein. Ja, das ist immer so. Wenn ich nicht da bin, dann ist immer irgendwas im Stall. Weil ich würde es ja dann sehen, ich komme ja mehrfach hier rein und tue die dann immer zusammenlegen. Dass sie zusammen sind, wenn die Mutter kommt, dass jeder dran kommt. Ja, malisch, so ist es. Man hat halt Verluste. Ja, die 3 kriegen jetzt die Katzen. Was will ich machen? Streiten sich schon drum. Da, Donna hat 1. Es ist so, das ist die Natur, Leute. Man muss. Also, Bambi hat nichts. Maddie hat 1, man sieht's. Körperhaltung. Huah, Habibti! Die Pixie! Ah, die Rosie hat 1 und die Donna oder Dexi? Donna oder. Wer ist das? Gucken wir mal. Nee, die Princess ist es, oder? Nee, Donna und Rosie haben 1. Ja. So ist es hier. Leave me alone. Huah! Ich bin ja auch so ein Dummkopf. Guck mal. Geht raus. Nein. Geht raus. Sag mal. Und du? Hast du nicht gesehen, das sind Babys? Mensch. Ja, kann ich nichts dafür. Keine Ahnung, was ich sagen soll. So ist es jetzt. Okay. Weiter geht's. Gehen wir mal zu den anderen Mäusen. Lass mich mal rauskommen. Die Dexi habt die Pixie, wie sie gekommen ist. Pixie, Pixie! So süß. Ja. Sag's euch. Okay, lass mich mal rein. Hallöchen. Na? Heieiei. Also, guck mal, ob alle Babys noch da sind. Finden sie ihre Mama zum Säugen? Weil die brauchen sie ja noch. Ja, sieht gut aus. Und du kommst immer zu Mama, Miss Smokey. Hier, die Hazy. Was hat denn der Mann gemacht? Alles ausgeschüttet. Sancho. Sancho Pancho. Guck mal hier. Die hat immer voll Schiss. Die da. Also bis jetzt alles gut. Die saugen bestimmt doch bei der Teddy. Da riecht sie auch nach Milch. Gell?
Die kleinen Mäuse, guck mal, wie klein und süß. Ein Plüschball. Ja, okay, also hier scheint alles gut zu sein. Ja, guck mal, schön relaxing. Was macht ihr? Schön essen? Gut, Angel isst. Also Leute, morgens um 7.30 Uhr der Schweißtest. Aber ich komme frisch geduscht, gell? Komm. Komm. Und schwitz gleich wieder. Mahmut sagt, dusch doch nach dem Stall, sag ich erneut. Dann gehe ich doch gleich unter die Klima. Weiß ich nicht. Jetzt muss ich mich erst mal hinsetzen, den Rücken entlasten. Denn es schmeckt, subhanallah. Boah, so ist es hier. Nicht aufregen, Charlie. Tiggi, komm. Lecker, lecker. Komm. Da ist er, der will nicht. Komm, Tiggi. Komm. Komm. Ich hole ihn mal, vielleicht klappt's. Komm, lecker, lecker. Ja. Nee. Komm, Tiggi, lecker, lecker. Guck mal, der ist ganz fix und alle von draußen. Na, hast du wieder rumkämpft, Sack. Das warst du die ganze Nacht draußen. Tja. Alhamdulillah. Komm, Tiggi Wiggi, komm zu Mama, komm. Jetzt hab ich dich. Jetzt kannst du reinkommen, weil du bist schon viel zu dünn, Habibi. Ja. So, sorry, Leute, für das Gewackel. Aber, so. Guck mal. Komm, lecker, lecker. Komm mit. Komm, mein Dünner. Komm hier, lecker, lecker. Der guckt schon nach oben. Wo kann ich raus? Sag mal, hier ist doch das Futter. Komm, lecker, lecker. Jetzt gucken wir mal, haben wir noch? Yom Arba, das ist morgen. Heute ist Dienstag. Kommt das neue Katzenfutter. Bruno geht noch. Super, wie viele Tage schon, gell? Aber ich fast bei Mini. Trink doch ein bisschen. Komm, Tiggi Wiggi. Lecker, lecker. Alle da. So. Nee, ihr müsst die Reste essen. Was denkt ihr euch? Ja, das Fischzeug schmeckt denen nicht. Aber das muss halt auch gegessen werden, gell, Angie? So ist gut. Frisst du. Tiggi Wiggi. Der hat Angst reinzukommen. Dixi. Bambi. Prinz. Der Prinzo. Pixie. Du süßes Mäuschen. Ein Engelchen. Uah. Wunderschön. Tiggi Wiggi. Lecker, lecker. Komm. Mopsi. Gassi. Der Gaffi hat so eine kleine Nase, so eine stumpfe irgendwie. So eine... Ja, guck mal. Sieht ganz anders aus, so komisch. Eine gekürzte Nase. Ja, die ist bestimmt die Princess jetzt. Nee, die Donna. Herrla. Guck mal, Angie, der isst alles, was er kriegt, gell? Super. Du auch, ich hab dicke Bäuche, die kleinen Mäuse. Ja, komm, Gaffi, komm. Angie, Habibi, my lovely. Ja, also ich sag's euch, ich kann's hier nicht lang aushalten, hier ist schon warm. Ne, aber er ist gerne hier. Die mögen ja die Wärme, die Tiere, aber der Boden ist kühl, muss man sagen. Beton ist kalt. Sag mal, Dexi, muss das sein? So gemein. Gell? Bumbi. Du Pixie. Bist bei Mama. Willst auch zum Mama? Ja, ich sag's euch, die Tiere. Ich war gestern immer da, die haben mich vermisst, gell? Ja. Die Kleine. So, dann überlege ich mal, wen ich hier rüberbringe von der Gang. Ne? Vielleicht die Weißen. Yves Saint Laurent Dior. Dann hat sie 8 Babys. Aber ich weiß nicht, die haben sich jetzt dran gewöhnt, die Spritze zu kriegen. Vielleicht sterben die dann auch. Ob das so gut ist? Ich weiß es nicht. Aber man muss eine Woche lang im 2-Stunden-Takt Milch geben. Und dann ab der zweiten Woche im 4-Stunden-Takt. Dann ist besser. Jetzt ist halt ein bisschen blöd. Gell? Ja. Okay. Tschüss.
So, jetzt fangen wir die Reserven an. Für die Lizenz fürs Auto. Mahmoud sagt, hol $200 raus. Und ich, $200? Sag's nicht so laut. Und wenn du den Safe aufmachst, sagst einmal die Sura al-Baqarah und Sura Yasin. Da werde ich ja gar nicht mehr fertig. Weißt, das sind die längsten Suren. Vielleicht kriegen wir Baraka und Geld zurück, wenn wir die Suren aufsagen. Mein Mann, hab ich gelacht. Also, ich leg das jetzt raus, weil ich gehe ins Bett, ihr wisst. So, wir haben jetzt Dior hier. Und füttern wieder. Kleine Mausi. Stimmt das Zähnchen. Ja, ganz langsam. Zeig mal die anderen. Die wuseln da drin. Links ist Gucci, danach kommt Blueberry, kommt Berry. Dann kommt Louis Vuitton. Dann haben wir hier Yves Saint Laurent, das Weiße. Und der sich gerade rumbewegt hat, das ist Versace. So, komm mal weiter hier. Guck mal, die nuckeln schon von alleine. So süß ist. Ja. Muss man auch warten, bis sie schlucken. Ne? Man sieht's ja. Was kommt denn bei dir immer deine ganzen Freunde? So. Ich will mal ganz kurz gucken, dass nichts in die Nase kommt. So, guck mal, sind die nicht niedlich? Ja, jetzt wird es immer weniger. Die haben jetzt ein Milli. Heute Morgen habe ich jeweils 2 Milli. Ja, man darf ja auch nicht, guck mal, jetzt ist Schalas. Wenn das in die Nase kommt oder so, dann sofort nach unten, dann läuft es ab und fertig. So, guck mal, Bäuchle voll. Also jetzt haben, guck hier, Yves Saint Laurent und Dior sind fertig. Jetzt nehmen wir mal Louis Vuitton. Da sind, seht ihr noch, die Rippen. Wieso nennen sie den Louis Vuitton? Keine Ahnung. Ich kenne nicht so viele Marken. Wieso nennen sie den? Sie. Und ein bisschen Öl haue ich damit rein, übrigens, in die Milch. Damit das besser flutscht. Ah ja. So, komm. Mäuseli, Mund auf, es gibt Futter, Mama ist da. Der Hasebrei. Guck mal, wie die nuckelt. Yum, 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 yum. Ein Hase, als die Spritze fertig war, ich wollte sie rausholen. Die hat die Spritze gebissen, hat den Mund gehabt. Und ich ziehe und ziehe und die will nicht. Die hat so viel Kraft. Dann muss ich aufpassen, dass sie es abbeißen. Verstehst du? Immer putzen. Guck mal, ich habe die heute Morgen mit einem nassen Lappen geputzt, weil hier, man muss die immer sauber machen. Sonst verseuchen die hier mit Bakterien und allem. Weil die Milch läuft raus in unsere Finger und dann klebt das Fell fest. Guck mal, wie niedlich. Jetzt ist es in der Nase ein bisschen sich. Ganz gefährliches Ding. Guck mal, mit den Fingern, mit den Händen. Ja, Leute, wir haben uns informiert bei dem Pfleger von dem Affe im Alaeddin. Der ist behindert zur Welt gekommen. Und die verkaufen oder verschenken den Affe nicht. Der soll dort bleiben. Ja, ich hätte ihn genommen, aber ich will auch keinen Stress machen oder so. Der ist sein ganzes Leben schon da in dem Affengehege im Aladdin Hotel. Wie alt ist er? Weiß ich nicht. Guck mal. Die ist schon nicht schlecht. Man darf auch nicht zu viel füttern, ne? Ich probiere nochmal. Warte mal. Bisschen Nase putzen. Machst du auch immer so, ne? Immer gucken, dass die Nase frei ist. Chick. Jo, wie ein Eichhörnchen. Guck mal. Meine Nuss. Oh. Die Fingerle. Die sind so goldig. Ich habe jetzt Angst, irgendeins von denen zu geben, dass die Mutter sich vielleicht doch überfordert mit so vielen. Weißt, wir lassen es jetzt, wie es ist. Wir müssen jetzt nur eine Woche alle 2 Stunden füttern.
und gucken und dann wird alle 4 Stunden nächste Woche. Ja. So, jetzt hat sie eine ganze getrunken. Nachdem kriegen sie wieder, guck mal, die hat schon voll die Kanne mehr. In 2-3 Stunden kriegen sie wieder 2. Weil die darf man auch nicht so überfüttern, wenn der Magen da. So, und dann noch am Bauch massieren. Ja, ich dachte, du hast schon zurückgezogen. Ja, ich hab's wieder. Bauch ein bisschen massieren, manchmal pinkeln sie dann. Ja. Okay, 3 sind fertig. Ich habe heute Morgen geguckt. Der sieht, nehmen wir hier, Gucci. Habe ich heute Morgen geguckt, die haben, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, gell, für 6 Stück, aber die haben jeweils 2 Milli bekommen heute Morgen. Komm, Gucci. Magst nicht, was ist heute los? Bist du Bert? Komm. Erst mal aufstehen. Oh, es gibt mich, der hat noch geschlafen. Guten Morgen. Erst mal runterschlucken alles. Ja. Oh, Baby. Nommel? Das ist eine kleine Karotte. Mini-Karotte. Njam, njam, njam. Na gut, nicht so viel. Ich wollte es euch mal zeigen, wie niedlich das ist, gell? Also, tschüss. Jetzt macht es aus. Heute hat es geregnet, aber es ist bolle heiß, subhanallah. Und die Kinder. Mause hat ja Streit mit Nafisi. Die ist jetzt bei der Tante. Und die ist nur mit Coco dann. Und Leute, ich habe jetzt so viel Y-Food gegessen. Getrunken oder ja, gegessen. Ich kann's, jetzt schmeckt's mir nimmer. Kokos, ich kann's nimmer sehen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben zu viel getrunken jetzt. Nach 8 Flaschen Y-Food Kokos geht nimmer. Jetzt fertig. Bringt mir kein Y-Food mehr. Danke. Vielen, vielen Dank. Und was sagt die Amal? Was ist mit der Marwa? Ach, die hat irgendwie auf TikTok ein Lied, wo eine Katze irgendwie Marwa Marwa singt oder was auch immer. Ich hab's nicht verstanden. Das ist egal. Die Amal hat jetzt Telegram und möchte mit mir darauf reden. Telefonieren über Telegram. Also die Kinder. Ja, kannst. Die Kinder werden immer neumodischer, technisch begabter. Ist das das Iris? Ja, das ist Telegram. Und Jonas ist in... eigentlich seit einer Stunde da ist. Keine Ahnung, der ist bei Englisch. Wahrscheinlich muss er nachholen, 2 Stunden machen, weil er immer nicht hingeht. Jetzt hat die Lehrerin gesagt, er soll um 2.30 Uhr kommen. Ja. Warst du beim Baba drin? Mhm. Hast du ihn gesehen? Wie meinst du? Hast du es gesehen? Du lachst. Ich habe nichts gesehen, aber ich habe gesehen, wie es war. Aber ich habe nichts gesehen. Sag mal. Ochsenbille. Und jetzt ist er wieder offen. Ja, in der Hitze, da schläft sogar der Mond nackig. Muss man sagen. Jetzt ist... Ich gehe auch ins Bett. Tschüss, mir ist heiß. Was muss man hier machen? Runterladen und eine Nummer reingeben. Jetzt ist Asser. So, jetzt haben alle gesehen, dass mein Mann nackt schläft. Ja, in der Hitze, unter dem Ventilator. Aber ich habe jetzt Klima angemacht, jetzt friert er gleich. Der steht jetzt auf und geht beten. Also, tschüssinger. Es regnet, die Erde wird nass. Mel, du fliegst heute nach Hause. Es ist voll stark und der Regen, es regnet. Oha, oh, bring mein Kopftuch. Oh, du A. Und es donnert sogar. Guckt euch den Boden an. Oh, ist das schön kalt. Das ist so schön kalt. Mein Kopftuch. Oh. Hello. Oh, Leute, es ist das...
zweite Mal im Jahr. Younes, es regnet. Zweite Mal im Jahr. Nein, in diesem Tag. Heute. Ja, heute Morgen. Jetzt muss schon noch in Arabisch gehen. Oh, super. Was ist da? Deswegen waren gestern, vorgestern. Oh, ist das ein Riesenviech. Freust dich? Oh, ist ganz braun. Ist das ein Weible? Die braunen sind die Weible. Oh, ist das schön. Super. Guck mal, wie nass das Auto ist. Boah. Super. Leute, und die Regentropfen sind so kalt. Ich liege nämlich gerade unter der Klima. Kommt die Mausi. Mama, es donnert. Ich so, ehrlich? Ich dachte, das wäre die Klimaanlage. Ich gucke mir nämlich gerade die Reaction an von Otto. Und ein Arctic Warrior. Oh, ist das toll. Hört ihr den Donnern? Ich hoffe, wir haben keinen Stromausfall dann. Hühner, kommt raus. Kommt, es regnet. Leute. Kommt. Yalla. Yalla, barra. Juhu. Ihr Küken habt das erste Mal Regen. Zweite Mal für heute. Schafe, ihr werdet... Guck mal, die gehen rein. Wollt ihr nicht nass werden? Sind das Zicken? Nur die Schafe draußen. Meh, ich hab Angst. Die Affen. Oh, jetzt hört's schon auf. Oh. Sorry, schnell zwei Bittgebete gemacht. Oh, ich kann die gar nicht tragen. Habe ich schon mal erzählt, ich kann nicht 5 Eier in die Hand nehmen. Zu kleine. Hey, ups, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Oder? Eingeknackst. 3. So dumm, hey. Jetzt ist der Regen vorbei. Aber das donnert, das heißt, es kommt nochmal. Don Corleone. Was machen sie? Oh, ist das toll. Mütze hat immer noch keine Freundin. Naja. Guck mal, wie dick der Hahn geworden ist. Jetzt wird's Zeit. Der Kochtopf ruft. Nee, klar nicht. Henny, auf das wartest du. Enagoa. Enagefla Shanaranik. You make dua, Mahmoud. Make dua. For me, for us, for you, I forget. Now I make for you. Ya Rab. Ya Rab. Amel Shara, Ya Rab. Amel what? Shara. What is Shara? The same as my religion. What one woman? Four women. Four women that you make your religion. Yeah, Mahmoud. We are not laughing when we make dua, Habibi. Oh. Okay, das war's mit dem Video. You come kuschel? Natürlich nicht. War nur Spaß. I'm joking. Tschüss. Bis die Tage. Bye, bye. Geil, jetzt sag vor aller Sim, geil, come on. Ah, der Regen ist vorbei, das war's. Ach Mensch. So, erfahren. Oh, die kleinen Limonen. Nee, das habe ich nicht gesehen. Guck mal, wir haben kleine. Oh, Mahmoud, mashallah, mashallah. Sweetie. 15 also. Oh. Das. Und Pflaumen haben wir auch. Feigen. Every year coming, but only small. The children eat it. Wow, oh, aber many. Wow. Das ist mein Handaufzucht. My Asaya. I grow it in the kitchen.
Das habe ich ihm als Stock aufgezogen im Ding vom Opa seinem Baum. Haha, auf geht not. Wie? Lala. Hast du die Mango auch leaves, gesehen? Leaves. Aber look, new leaves. Habibti. Okay, jetzt halas, yalla. Bye bye. Komm kuscheln. Nein. Okay, I told you. Bye bye.